Ja, hallo meine Lieben. Ja, kennt ihr mich noch? Ich bin's, euer Tim, hier, gute Laune-Typ. Ja, es ist lange her. Und ja, ihr habt ein Recht zu erfahren, warum ist es so lange her. Viele von euch wissen das natürlich schon, weil sie mich auf meinem Vlog-Kanal begutachten. Und es gibt einiges zu erzählen. Es gibt nicht nur zu erzählen, warum so wenig gekommen ist. Es gibt einiges zu erzählen, was mal sich in meinem Leben verändert hat. Es gibt einiges zu erzählen, was sich auf meinem Kanal verändert hat. Und einiges zu erzählen, was sich generell so verändert hat. Ja, fangen wir an mit dem ersten Thema. Warum kam in letzter Zeit so wenig von mir? Schaffen wir es gleich aus der Welt? Ich will euch da auch nichts verheimlichen. Ich habe eine neue Freundin. Und das ist halt etwas Ernstes. Das ist nicht einfach nur jetzt irgendeine Freundin, die ich einfach mal so kennengelernt habe, sondern die kenne ich schon ganz lange. Und ja, wir haben uns wirklich lieb, sage ich mal, ne? Wirklich sehr ernst lieb und das verschenkt natürlich viel Zeit. Sie kommt von ein bisschen weiter weg, Fehmarn, das wissen die meisten eh schon, ich muss hier nichts verheimlichen. Sie kommt aus Fehmarn weg und das ist natürlich jetzt nicht in eine super Distanz, aber es ist schon so, dass man halt andauernd telefoniert, damit man irgendwie doch irgendwie beisammen ist. Ja, und dieses Telefonieren verschlingt sehr viel Zeit und die Zeit hat sehr viel meiner Zeit in Anspruch genommen. Das heißt, ihr dürft euch auf jeden Fall an dieser Stelle für mich freuen. Das ist auf jeden Fall etwas Ernstes. Ich bin super glücklich. Ich bin so glücklich wie schon lange nicht mehr. Und das wussten halt viele schon. Und ich weiß, ihr habt da natürlich auch Verständnis. Das soll auch kein Entschuldigungsvideo sein, sondern einfach, um ein paar Infos an euch preiszugeben. So, hinzu kam, dass ich mit Tenno TV, habe ich übrigens zwischendurch einen Retro-Quickie gemacht und habe den ersten Teil der Super Nintendo-Umfrage, ihr durftet dort eure 20 Lieblings-Super Nintendo-Spiele wählen, habe ich ja fertiggestellt und der zweite Teil, der kommt jetzt, naja, wenn dieses Video oben ist, ist das andere auch schon oben. Könnt ihr euch ja mal angucken, da konntet ihr mich in der Zwischenzeit ja auch sehen. Hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und mehr Zeit, als ich dachte, mehr Zeit, als ich auch eigentlich wollte, aber das Video war jetzt in der Mache, das musste ich halt machen. Hat aber wirklich mehrere zig Stunden, also zusammengenommen um die 50, 60 Arbeitsstunden, die beiden Videos zusammen. Und das war schon echt krass, das muss auf jeden Fall demnächst irgendwie geändert werden. So ein 20-Teiler mit 4 verschiedenen Kommentargebern, da muss ich auch für 20 Spiele Videomaterial capturen. Und es hat sich einfach gezogen und ja, dann wollte ich zwischendurch schon mal ein Video machen, aber dann habe ich gewartet, bis nämlich der nächste Punkt in Kraft tritt. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ich bin jetzt der YouTube-Partner, das habt ihr ja auch schon irgendwie gemerkt. Ich habe jetzt so ein schickes Bannerchen mir erstmal gemacht, habe auf meinem Kanal mir so ein Banner oben gesetzt mit Verlinkung zu Facebook, Tendo TV und Game Insight. Denn Game Insight, durch die bin ich Partner. Ich bin im Game Insight-Netzwerk jetzt beigetreten, das ja auch irgendwie gerade am Explodieren ist. Die haben jetzt ja die ganzen deutschen Kommentatoren da auch irgendwie geschluckt, sind bei 1 Million Netzwerkabonnenten. Ja, normaler Partner kam für mich eh nie in Frage durch meinen ganzen Content, durch meine ganzen Videospielsachen. Das heißt, ich wollte eh immer irgendeinem Netzwerk beitreten. Und jetzt habe ich ja durch den ganzen Level-Up-Kram, habe ich jetzt ja zwar die Bewerbung zurückgezogen, aus den genannten Gründen, die ich ja auch angegeben habe. Und dann hatten wir uns aber mit Stefan besprochen, wir haben ja auch vorher schon Kontakt gehabt kurz. Ich bin ja auch durch Tendo TV mit dem einen Programm, was ja demnächst kommt, da eh am Start mit dem Let's Wheel, das habt ihr ja schon ein bisschen gesehen, bei dem einen Video, was die rausgehauen haben, falls ihr im Insight überhaupt guckt. Wo war ich? Achso, ja, und dann meinte er nicht, ja, dann tritt doch einfach so unserem Netzwerk bei, weil, ja, man kann ja zusammenarbeiten, das gefällt uns ja und so weiter. Dann bin ich dem Netzwerk so beigetreten. Kann jetzt zwar Werbung schalten, aber es geht mir wirklich nicht um die Werbung. Ich werde vielleicht mal eine Zeit lang testen, einfach mal für mich, um zu gucken, was bringt das so. Aber ich werde auch auf jeden Fall nicht mit Werbung zuspammen. Ich werde es auch nur bei Videos machen, die lang sind, wo sich das Ganze auch rentiert. Ich will jetzt nicht, dass ihr für so ein 5-Minuten-Video oder für so ein 10-Minuten-Video eine halbe Stunde Werbung anschaut. Nein, nein, keine Angst. Ich werde jetzt auch nicht geldgeil werden. Aber ich will jetzt auch nicht so wie die anderen YouTuber sagen, ich bleib ich selbst, ich werde nicht geldgeil werden und sowas. Weil ganz ohne Witz, die Angst habt ihr bei mir sowieso nicht. Das weiß ich ganz genau. Weil wenn ich das wäre, dann hätte ich schon die letzten 1,5 Jahre alles ziemlich anders gemacht. Dann hätte ich um Abonnenten gebettelt, dann hätte ich falsche Methoden angewandt, dann hätte ich mich sonst wo irgendwie eingeschleimt, nur um mal an Abonnenten zu kommen. Ich glaube, wenn man das alles macht, dann bleibt man auch nach 1,5 Jahren jetzt nicht bei 2500 Abos oder so. Aber das war auch nie mein Ziel, da wird sich auch nichts dran ändern.
Wichtig sind halt vor allem auch die Features. Meinen Kanal ändern, Thumbnails setzen. Das finde ich einfach, es sieht so viel besser aus, wenn... Ich habe mir jetzt schon ein paar Thumbnails gebastelt, aber das ist auch alles noch nicht final. Auch der Banner auf meinem Kanal oben ist erstmal nur provisorisch hingebastelt. Falls ihr da irgendwie mir Vorschläge einreichen wollt oder so, könnt ihr mir gerne mal Vorschläge schicken. Wenn mir irgendwas richtig gut gefällt, werde ich es da oben hinsetzen. Das ist mir alles nicht so wichtig. Es soll nur alles ein bisschen professioneller und alles ein bisschen schöner aussehen. Die Thumbnails und der Banner waren mir hauptsächlich am wichtigsten. Das mit der Werbung und sowas, alles schön und gut. Aber und vor allem, ich habe die Rechte. Ich habe jetzt die ganzen Rechte, die zu benutzen, an diesen ganzen Videospielszenen und an der Musik. Und das war vor allem wichtig, dass ich erstmal aus der Gefahrenzone raus bin, gegen irgendwelche, ja, Content-Sachen zu verstoßen. So, das ist das. Ja, dann war natürlich die E3. War ja vor kurzem. Ich habe mir die halbe Stunde zu der Wii U habe ich mir angeguckt. Ja, war jetzt ja nicht so weltbewegend. Es war schon interessant zu sehen, was genau kann das Ding, was genau kann der Controller. Aber das war jetzt auch nichts, wo ich nicht gedacht hätte, gut, das machen die eh so. Und dann kam die E3 Pressekonferenz von Nintendo. Ich habe mir die anderen nicht angeguckt, interessiert mich nicht. Mich interessiert nicht, was Microsoft macht. Mich interessiert auch nicht, was Sony macht. Die werden halt irgendeine neue HD-Konsole rausbringen. Aber ja. Wie gesagt, habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe mir Ubisoft durchgelesen, was sie gemacht haben, auch die anderen. Aber es ist halt alles nicht so, was mich interessiert. Mich hat Nintendo interessiert und ich war enttäuscht. Ich war deshalb enttäuscht, weil halt nichts Bahnbrechendes da war. Es waren alles nette Spielereien und Sachen mit dem PC, mit dem ganzen Untereinander, mit dem Vernetzen. Aber es wirkt für mich wirklich so, als wenn auch die Wii U jetzt total Family-Konsole wird. Das neue New Super Mario Bros., ey, wenn sie da jetzt nicht endlich mal eine gute Steuerung reinbringen, ich spiele ja ab und zu New Super Mario Bros., mich kotzt die Steuerung immer noch an. Mario rutscht. Mario soll nicht rutschen. Der soll springen, wenn ich drücke und nicht noch kurz rutschen. Das nervt mich tierisch an. Du hast immer, bei New Super Mario Bros. Hast du immer das Gefühl, du spielst auf Eis. Und das kotzt, das müssen sie ändern. Ansonsten ist das Spiel jetzt ziemlich gut. Vielleicht ein bisschen Abwechslung in der Musik. Das CD in dem Spiel auch gut, ne? Wap, wah. Jedes zweite Level hörst du nur. Wap, wah. Muss auch möglich sein, andere Lieder einzubauen, Nintendo. Mario 3D Land. Perfekt, von der Musik her. Mario Galaxy. Aber nicht New Super Mario Bros. Ja, mal gucken, wie der zweite Teil wird. Pikmin 3 natürlich. Luigi's Mansion und so weiter. Aber es war nichts dabei, wo ich sage, wow, geil, das kommt, das gibt's. Kein neues Zelda, auch wenn es dafür zu früh ist, das war mir schon irgendwie klar, aber man hätte ja was zeigen können. Oder was mich ja umgehauen hätte, wäre ein neues F-Zero. Wisst ihr, wie ich ausgerastet wäre, wenn auf einmal ein Trailer kommt von dem neuen F-Zero, HD oder 3D? Ich wäre ausgeflippt. Aber ich glaube, langsam kann ich wirklich, auch wenn es mir wehtut, F-Zero für beendet betrachten, was mir wirklich wehtut. Aber auch zu Smash Bros. Gab es nichts Wirkliches und ich war sehr enttäuscht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich mir jetzt nicht extra freigenommen habe für die E3. Dann haben wir natürlich jetzt bald EM. Es geht bald los, am Samstag jetzt, also für Deutschland. Aber ich bin am Samstag bei meinem Schatzi auf Fehmarn auf einer Abschlussfeier und werde es wahrscheinlich nur über Radio hören können. Ich liebe Fußball, ich werde die EM auch verfolgen, aber im Angesichts der Liebe ist es dann doch ein bisschen nebensächlicher. Naja. Ich werde es mir vielleicht hinterher mal angucken. Ich werde auf jeden Fall die EM irgendwie mitfiebern. Ich bin dieses Jahr überhaupt nicht im EM-Fieber. Es geht jetzt bald los und ich bin null in EM-Stimmung. Bald los? Warte mal. War nicht heute schon Eröffnung? Freitag? Meine Güte, es ist schon losgegangen. Ich habe total verpennt. Ja, seht ihr mal, ich bin überhaupt nicht in EM-Stimmung. Ich weiß auch nicht warum. Vor allem hier in Kiel, das ist ja auch Kieler Woche. Das so ein riesiges Volksfest, falls ihr das nicht kennt. Die ganze Kieler Kiellinie lang und auch die Innenstadt und der Hauptbahnhof ist alles voll. Ist ein riesiges Volksfest. Es ist, glaube ich, von der reinen Fläche her das größte Volksfest in Nordeuropa. Ich meine, das Oktoberfest ist zwar eine Riesensache, aber es ist ja nicht von der Fläche her überhaupt nicht groß. Ich glaube wirklich, dass, ich meine, das mal gehört zu haben, die Kieler Woche ist das größte Volksfest in Nordeuropa. Ja. Coole Sache auf jeden Fall. Könnt ihr mal irgendwie euch das hier mal angucken. Das ist wirklich... Dann gibt's auch endlich wieder Käse-Krakauer. Da freue ich mich schon drauf.
bald geht's los, am nächsten Wochenende. Ich glaube, es war so, dass die Halbfinale und die Finalspiele sind nach der Kieler Woche. Die kann man dann in Ruhe gucken. Muss ich mal gucken, dass ich mir da auf jeden Fall frei nehme für die Finalspiele, denn die will ich auf jeden Fall nicht verpassen. Da wird auch mein Schatzi mir nicht in die Quere kommen. Sie wird es am besten mit mir gucken. Ja, muss sie nicht. Wenn sie nicht will, muss sie nicht. Ja, jetzt komme ich wieder ins Geschwafel. Dann noch eine Sache. Es gab teilweise Reaktionen, das waren aber die Ausnahmen von Leuten, die wirklich empört waren, dass ich so lange nichts gemacht habe. Und ich fand das sehr interessant. Und ich will jetzt auch nicht sagen von wegen, aber ich habe doch Real Life und sowas. Nein, ich kann das schon verstehen, dass ihr lange nichts von mir gehört habt und auch wissen wollt, was mache ich so. Und es ist auch wirklich so, dass ich viele Fragen bekomme, was ich zurzeit mache, was ich vom Wrestling halte, was lese ich für Mangas und sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn euch sowas interessiert, ich will jetzt nicht meinen eigenen Kanal irgendwie groß promoten, aber wenn euch solche Sachen interessieren und was ich so in meinem Leben mache, wie ich Handball spiele, ich habe einen Vlog-Kanal, auf dem drehe ich jeden Tag und das kostet mich auch keine Zeit von meinem Hauptkanal. Dieses Drehen läuft nebenbei und das Bearbeiten mache ich hier auf meinem zweiten Laptop. Ich habe ja zwei Laptops. Das kostet mich überhaupt keine Zeit, die irgendwie meine Hauptvideos beeinträchtigt. Da lade ich alle 2-3 Tage, lade ich den Zusammenschnitt dieser Tage hoch und mache auch manchmal Blödsinn. Ich habe eine Top 10 meiner Snacks, habe ich da mal gemacht. Wenn euch sowas interessiert und ihr mir da und da Fragen zustellt, warum guckt ihr dann nicht diese Videos? Das verstehe ich immer nicht. Ist es denn spannender, mich irgendwas zu fragen und dann erst in einem FAQ irgendwie die Antworten darauf zu bekommen, anstatt einfach meine Vlogs anzugucken? Verstehe ich immer nicht. Ich will wirklich nicht sagen, jetzt los, abonniert meinen Vlog-Kanal. Aber wenn es euch doch interessiert, ja, und ihr das gerne wissen und gucken wollt, es ist alles da. Es ist alles online. Von daher, ich war die ganze Zeit ja nicht inaktiv. Wie gesagt, man konnte alle 2-3 Tage was von mir sehen an meinem Vlog-Kanal. Dann habe ich ja auch meinen Let's Play-Kanal. Habe ich Donkey Kong Country angefangen. Das ist halt, wie gesagt, da mache ich ja nur so nebenbei. Den müsst ihr auch nicht abonnieren. Da könnt ihr einfach ab und zu mal irgendwie rüber gucken, ob ich neue Let's Plays hoche, falls ihr da Lust drauf habt. Das ist halt echt nur so ein Lückenfüller. Das Problem ist, dass ich ganz lange mit diesem YouTube-Bug zu kämpfen hatte. Ich konnte mich einfach nicht einloggen in meinem Mr. Synchronizator. Es ging einfach nicht. Und ich habe eigentlich Teil 2 und 3 von Donkey Kong Country schon längst fertig, sogar fertig als Video. Ich kann es nur nicht hochladen, weil ich mich nicht einloggen kann. Jetzt werde ich mal andere Browser probieren. Also ist schon witzig, dass Google Chrome, also der Browser, der Google gehört, im Moment Probleme hat mit allem, was Google und YouTube angeht. Bei Firefox hat es Probleme, es funktioniert. Deshalb werde ich jetzt da das mal hochladen. Aber ja. Dann noch eine Sache. Und zwar habe ich mir mal überlegt, ich würde im Moment eigentlich ganz gerne Kid Icarus spielen, Uprising. Und ich würde auch ganz gerne mir mal Street Fighter 3D angucken. Und ich würde auch sehr gerne Kirby Adventure Wii spielen. Das Problem ist, dass ich keinen Bock habe, mir die Spiele zu kaufen, weil die teuer sind. Und ich bin jetzt, ich habe jetzt keine Geldprobleme oder sowas, aber ich habe mir halt schon andere Spiele gekauft und habe jetzt im Moment halt auch viel, ich möchte mein Geld im Moment lieber für andere Sachen ausgeben, als für die Spiele, aber ich würde die trotzdem gerne mal spielen. Vor allem Kid Icarus, weil ich es halt echt gut mal nebenbei spielen könnte. Jetzt habe ich mir überlegt, hat einer von euch vielleicht Interesse, Spiele auszutauschen? Also nicht permanent, sondern wenn ihr sagt, ja, ich würde auch mal ganz gerne Ocarina of Time 3D spielen oder Super Mario 3D Land. Das sind ja die 3DS-Spiele, die ich hier habe. Ihr könnt euch auch dafür Wii-Spiele ausleihen. Dann würde ich die gerne für eine gewisse Zeit tauschen, über den Postweg. Also was ich gern, wie gesagt, ich habe hier, was weiß ich, für Wii-Spiele, Moment, Pro Evolution Soccer 2012, Wii Fit, Ready to Rumble, Transformers 3, Sonic Colors, Super Smash Bros. Brawl, Zack & Wiki, Link's Crossbow Training, ja, Pikmin brauche ich. Ich habe Rayman Origins zum Beispiel, ist noch recht neu, das kann ich dafür ausleihen. Oder halt, wie gesagt, Super Mario 3D Land, Ocarina of Time 3D, ich habe auch Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Oder Gamecube-Spiele, ist mir völlig egal. Ich lese auch mal, wir haben Zeit, ich lese mal die Gamecube-Spiele vor. Jedenfalls die interessanten. Ich habe Smash Bros. Melee, Pikmin, Lost Kingdoms, Phantasy Star Online, Skies of Acadia. Skies of Acadia Legends übrigens, empfehle ich euch sehr. Ist ein super geiles RPG.
Super Mario Sunshine, Four Swords Adventure. Der Rest ist Blödsinn. Ach Gott. Das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe das noch gar nicht abgeschickt. Scheiße, das tut mir voll leid. Das war so ein Tauschgedingsbums. Sorry, ich sehe das hier gerade liegen. Ich habe das völlig vergessen abzuschicken. Oh, ich habe auch Metal Gear Solid The Twin Snakes zum Beispiel. Oder PlayStation 2 Spiele, Final Fantasy 7, 9. Falls ihr davon mal was spielen wollt, dann kann man das ja mal austauschen. Und wenn dann der andere jeweils durch ist, dann tauscht man es halt wieder zurück. Ja. Ja, wenn ihr gar nichts haben wollt und ihr mir die so leihen wollt, ist das natürlich euer Ding. Müsst ihr mir vertrauen, dann schicke ich die halt zurück, wenn ich es durch habe. Ich würde die nur gerne spielen. Würde mich freuen, falls sich dort einer meldet. Ja, hätte ich eigentlich schon früher mal drauf kommen können. Da muss ich die nicht alle extra kaufen. Und dann kann ich dazu auch ein paar Videos machen. Jetzt nicht unbedingt immer ein Tagebuch, sondern halt, dann baue ich es bei Tim spielt seine Geschenke mit ein und betitel das als Tim spielt seine geliehenen Spiele. Das finde ich gut. So, gab's denn noch was in meinem kleinen Update-Video? Partnerschaft, EM, bla bla bla. Ja, über Wrestling rede ich ja in meinem, auch über Fußball werde ich zur WM, EM ordentlich reden in meinem Vlog-Kanal. Partner hatte ich, Freundin hatte ich. Nö, ich glaube, das war's. Falls mir jetzt natürlich, wenn ich jetzt gleich die Aufnahme beende, noch irgendwas einfällt, was ich unbedingt mit ansagen wollte, dann werde ich mich gleich tierisch ärgern. Ansonsten müsst ihr keine Angst haben. Es hört auf jeden Fall nicht auf. Ich habe immer noch Bock. Ich habe nur im Moment halt andere wichtigere Dinge in meinem Leben. Ich habe auf gar keinen Fall vor, irgendwie das hier schleifen zu lassen. Im Gegenteil, ich bin eigentlich viel bestimmter bei der Sache. Ich will auf jeden Fall mit diesem Kanal irgendwie noch mehr erreichen jetzt. Ich will auch demnächst mit dem Battle anfangen. Ich will die Dinge auf jeden Fall machen und auf jeden Fall drehen. Nur jetzt gerade fehlt mir einfach die Zeit. Ich sage nicht Entschuldigung, weil ihr werdet das verstehen. Ihr freut euch sogar für mich, das weiß ich genau, weil ihr habt mich lieb, ich habe euch lieb und ich will Videos für euch machen. Ich will mit euch den ganzen Kram machen, mit euch Spaß haben, euch unterhalten. Ich finde es nach wie vor wirklich herzerwärmend, wie viele nette Nachrichten ich kriege, dass ich immer wieder erfahren kann und darf, dass ich euch gute Laune mache und ein Teil eurer Routine bin und so weiter. Das gibt mir unglaubliche Motivation, auch in der Zeit, wo ich jetzt keine Videos gemacht habe. Danke für all die, die 2,5 Wochen durchgehalten haben. Ich habe jetzt einen Nostalgie-Alarm so gut wie fertig. Wenn ich jetzt das Tenno-Video fertig habe und dieses Video auch, dann ist der Nostalgie-Alarm so gut wie fertig zu einem Spiel auf einem tragbaren System. Meine Fans auf meinem Vlog-Kanal wissen ein bisschen mehr. Die wissen sogar für welches tragbare System. Es ist, das kann ich ja sagen, es ist auf jeden Fall etwas, was bei mir immer auf Klo liegt. Jedenfalls das System, das Spiel nicht. Dafür kann man es nicht in mal eben so kurz spielen, wie mit Super Mario Kart Advance. Das beste Mario Kart aller Zeiten liegt bei mir auf dem Klo, spiele ich ständig. So, jetzt habt ihr aber wirklich schon ganz schön viel gehört. Sogar meine Klo-Gewohnheiten habe ich nochmal ein bisschen preisgegeben. Ich kann es nur nochmal sagen, ich freue mich wirklich, dass ich euch habe. Es macht super viel Spaß mit euch. Es geht auf jeden Fall weiter. Mein Leben ist schön. Euer Leben im Moment hoffentlich auch. Bewahrt euch die gute Laune. Wenn ihr euch mal fehlt, guckt bei mir vorbei. Ich habe genug. Ich gebe euch jederzeit ganz viel gute Laune ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tim sagt Tschüss.